Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Osiris. Ich war jetzt gerade draußen mal ganz kurz unterwegs. Ich habe jetzt halt auch hier nochmal drei Kisten hergestellt, dass ich mein Inventar etwas leerer bekomme. Hab mir auch ein paar Pfadlichter hergestellt und habe den Furnace jetzt halt komplett ausgebaut, weil ich habe nämlich nicht bemerkt, dass hier seitlich die Teile dran waren, die ich verbessern musste. Von daher kann man jetzt eben diesen Container mit Bärensaft machen und man kann dieses gegrillte fremde Fleisch herstellen, was ich jetzt auch gleich mal mache. Das Ding hat immerhin 34 Essen und 5 Lebenspunkte, was ich nicht schlecht finde. Das kann man auf jeden Fall mal mit drin behalten, ganz klar. Das Ding ist, glaube ich, leer. Ja, steht ja 0% drauf, ne? So, weil dann tue ich nämlich jetzt noch die Sachen hier raus. Nein. Die Barren kommen nämlich da rein. Und die Batterie, glaube ich, war hier. Nicht. Wo waren die Batterie da? Okay. Dann hätten wir nämlich im Grunde so unsere Ausrüstung beieinander, denke ich mal. Ich würde jetzt allerdings auch diesmal ich schau mal, ob ich's, wo ich's hab. Klebeband. Ja, das ist, ich würde nämlich gerne nur eins nehmen, aber irgendwie man kann's halt nur splitten, ist das Problem. Und ich würde gerne eigentlich nur eins nehmen, und sobald ich Rechtsklick mache, also nicht Shift und Linksklick, so dass es in die Box hier wandert, sondern Shift Rechtsklick, dann schmeiße ich es halt einmal einfach vor mich hin. Ne? Split, genau, das dann noch. Dann lasse ich nämlich die zwei einstecken. Ich würde gerne nur eins nehmen, ne? Das ist halt das Blöde hier, weil ich es dann immer wieder ein bisschen hin und her switchen muss. Aber okay, das lasse ich mit einstecken. Das kommt dann in mein Helferlein, der da draußen schon wartet. Ja, es kommt ein Sturm, ne? Ich weiß schon. So. Open Inventory bitte. Dann tue ich nämlich diese drei Sachen hier rein. Und wenn er mir nämlich folgt, dann finde ich das nice. Dann können wir nämlich im Grunde in die Mine gehen nochmal. Und zwar in diese hier. Weil ich würde nämlich gerne Kobalt abbauen wollen. Wir müssen jetzt quasi Richtung Südwesten. Also in die Richtung. Aber vorher gehen wir einmal hier rum. Das Dumme ist, man sieht es jetzt gleich. Da habe ich jetzt eine Lampe hin. Also, es dauert auf jeden Fall, bis man die wirklich sieht, ne? Aber gut, es ist auf jeden Fall besser. Es ist auf jeden Fall, jawohl, besser als gar kein Licht. So, jetzt wollte ich zum einen mal hier zu dem Schiff gehen. Ich habe auch hier eine Lampe davor platziert, wobei ich auch die wegnehmen kann. Ich bin mal gespannt, was mich in dem Schiff erwartet. Yes, bitte. Weil ich habe mir das schon ringsherum angeschaut. Man kann hier nichts machen, aber es geht hier nach innen. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Die Pistole im Übrigen, die ist äußerst hilfreich, weil die nämlich nicht geladen ist. Out of Ammo. Von daher bin ich eben jetzt nur mit dem Ding hier bewaffnet. Schauen wir mal, was wir hier drin finden. Reinforced Crate. Open. Nimm alles. Ist das jetzt dein Ernst? Ist das tatsächlich alles? Okay, also so viel zu dem Schiff hier.
Ja, das ist schön, dass du wenigstens mit dabei bleibst. Na gut, dann gehen wir jetzt in die Mine. Es bleibt mir im Grunde auch nichts anderes übrig, weil wir nämlich Kobalt brauchen. Sorry. War das jetzt hier? Nein. So, ich guck mal ganz kurz drauf auf die Map. Also gut, das ist... Das Schiff war Humbug. Ich kann es auch nicht einmal zerlegen. Das habe ich nämlich schon nachgeschaut. Aber ich habe nirgends eine Angabe, dass ich das auch zerlegen könnte. Was das Schöne ist, wir können jetzt halt auf jeden Fall einige Materialien abbauen, die wir vorher nicht abbauen konnten. Unter anderem natürlich das da. Ich nehme das auch gleich wieder mit jetzt. Notfalls hätte ich immer noch mein Helferlein dabei. Ich hoffe, der kommt mit rein. Ne, die will ich jetzt nicht mitnehmen. Das ist auch nur so ein Tierpanzer. Also es krabbelt jetzt immer wieder mal irgendwie so ein Tierchen rum. Ich gehe trotzdem hier ohne der Waffe rein. Ich denke, dass das ausreichend ist, wenn ich da... Kommt der nicht mit rein? Schauen wir nochmal. Weil ich dachte jetzt eigentlich schon, dass der mit reinkommt. Okay, der kommt nicht mit rein. Alles klar. Dann lass uns diesmal in die Richtung hier gehen. Kaktus. Ich habe schon das Gefühl, dass hier irgendwas rumläuft. Warte mal, ich möchte hier eine Lampe platzieren. Build. Und zwar hier an die Stelle. Da krabbelt so ein komischer Skorpion rum oder solche komischen Skorpione. Bleib da. Du bist ekelhaft. Bleib da. Es sind im Grunde, das sind jetzt im Grunde harmlosere Tierchen. Die sind trotzdem eklig. Wo haben wir noch? Da. Gott. Schauen wir mal, komm du her. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ich finde es irgendwie ekelhaft, die Tierchen hier. Für mich ist halt jetzt auch wichtig der Combat, ne? Gut. Also. Mein Pfadlicht habe ich da. Gut, Pfadlicht ist da. Dann würde ich sagen, mache ich nochmal eins. Nur wohin? Ich weiß es nicht. Ich würde mal sagen, sehe ich das eine noch? Ich gehe jetzt mal so weit, bis ich sehe. Ich muss aber echt weit laufen dann, ne? So, weil dann sehe ich nämlich das da. Jetzt gehen wir mal noch ein Stück vor.
Ich nehme nämlich auch an, dass das Zeug respawnt. Das ist Wahnsinn. Also es ist wirklich eine große Entfernung, muss ich sagen. Kleine Entfernung, muss ich sagen. So, mir geht es bloß darum, dass ich den Weg habe. Bleib ich da echt dran hängen? Und dann hier und dann da. Okay. Ja, aber ohne dem Licht an sich komme ich nicht wirklich klar. Also es ist auf jeden Fall helpful. Bauen wir mal da noch eins her. Dafür habe ich es ja extra gemacht, ne? Aber richtig Licht machen tut's nicht. Aber es ist auf jeden Fall für den Fall, dass meine Lampe eventuell kaputt geht, auf jeden Fall hilfreich. So. Mercury ist klar. Können wir mit einem Schlag wegbauen. Kobalt ist jetzt auf jeden Fall wichtig. Wunderbar. Kobalt. Wir haben hier natürlich auch Gold, wobei ich das jetzt vielleicht auslassen werde. Jawohl, wenn ich jetzt schon hier bin, ne, dann sollte ich das wegbauen. Und vor allem das Gold ist ja wesentlich weicher. Das habe ich schneller weggebaut wie das Kobalt. Okay, da geht's auch weiter. Ich will aber jetzt nicht weitergehen. Ich will jetzt eigentlich hier nur Kobalt abbauen. Und was halt sonst noch da ist. Da muss ich mal schauen, was diese Fluter an Material kosten. Weil ich denke mal, dass die mir richtig gut Licht geben. Aber ich glaube, da brauche ich Kabel und ich brauche diese Leiterplatten, oder wie die heißen, diese Computerplatten. Na, jetzt habe ich da im Hintergrund geschaut und sehe diese ganzen glänzenden Brocken. Na? Ein bisschen nach da oben schauen noch. Na komm, er rutscht manchmal. Wie man merkt, ne? Also solange das nur so harmlose Tierchen sind, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Dadurch ist das Bauen wesentlich mehr im Fokus und diese Kämpfe sehr viel weniger. Kobalt wäre nicht schlecht, wenn wir noch ein bisschen was finden. Da haben wir noch nicht so viel. Silber und Gold haben wir schon ganz viel, ne? Da hinten ist noch Kobalt. Direkt bei der Lampe. Da haben wir gesagt, geht's weiter. Okay.
Hier ist anscheinend dann nichts weiter. Ich glaube, erschrecken werde ich trotzdem, wenn ich eins von diesen Krabbeltieren sehe. Auch wenn die mir nicht wirklich was machen. Und hier geht's weiter noch. Okay. Mittendrin noch ein Kobalt. Entweder ist das gerade gespawnt oder ich habe es tatsächlich übersehen. Okay. Die Lampen lasse ich natürlich da, die brauche ich nicht. Also die sollen ja extra dafür sein. Gut. Weil wenn wir das nächste Mal hier reinkommen, dann haben wir gleich ein paar Lampen stehen. Aber wie gesagt, ne, die geben kein Licht. Das sind wirklich nur Weglampen. Weiter reingucken möchte ich nicht. Wir haben jetzt nur 36 mal Kobalt, das ist eigentlich okay. So, bin mal gespannt. Du wartest hier, das ist schön. Licht ausmachen. Muss echt mal gucken, wie ich das mit der Batterie mache. Vor allem, ich würde gerne. Oh Mann, ich habe so viele Punkte. 72. Sagen wir das, Repair, Attire, Durability. Okay, da habe ich jetzt keine Punkte mehr. Dann haben wir hier noch bei Science. Okay, eins Ding ist da und ein Ding ist da. Komm mit. Schauen wir mal, was da runtergekommen ist. Vielleicht habe ich ja die Chance, diesmal einen Meteoriten zu erledigen. Oh Gott, das ist weiter weg, als ich jetzt dachte. Red Sea's Edge. Interessiert mich nicht. Also, interessiert schon, aber ist nicht relevant, jetzt wo das genau ist. Komm, lauf! Lithium! Gleich mitnehmen. Habe ich zwar einiges, aber so, jetzt bin ich mal gespannt. Was bist du? Meteor. Zirconium. Nice. So, ist nur die Frage, den anderen werde ich wahrscheinlich nicht so leicht finden jetzt. Weil der ist irgendwo runter und ich habe keine Ahnung wo. Ich weiß nur, dass er ungefähr in die Richtung war. Durch den Sandsturm jetzt ja gerade ist auch blöd.
Also ich habe keine Ahnung. Na gut. Ist wurscht. Das, was ich gerne halt machen wollen würde, das ist der Printer. Allerdings, ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gedächtnis, wo wir verschiedene Materialien finden. Das Problem ist nämlich auch, obwohl das ganze Zeug hier schon im Grunde gescannt wurde, habe ich keine Ahnung, wo jetzt etwas war. Vor allem, wenn ich jetzt nach... Was suche ich denn eigentlich? Nicht nach Obsidian? Nach Lonstalate? Keine Ahnung, nach irgendwie sowas suche ich auf jeden Fall. Lithium finden wir hier ganz viel. Das bringt mir aber nichts. Echt doof. Echt doof. Was haben wir da? Lithium. Bist du eigentlich noch? Ja, du bist hinter mir. Für den ist es überhaupt kein Problem. Für unseren Robby. Das ist alles Lithium, ne? Oh. Also, man sieht dann teilweise so einen roten Pfeil auf der Seite. Wo man dann weiß, okay, da krabbelt was. Aber da fällt man halt leider nicht immer auf, ne, ist das Problem. Eigentlich Licht wieder anmachen. Und dann habe ich doch eigentlich noch die Schaufel mit dabei, ne? Wobei ich hier halt überall, ich weiß nicht, ich werde hier wahrscheinlich überall nur Sand rausbekommen. Ne, ich habe die Schaufel, doch, ich habe die Schaufel, ich habe die auf der 5. Nur Sand. Vielleicht kriegt man da, wo die Pflanzen wachsen, was anderes. Auch Sand. Ich denke mal, dass man irgendwas anderes abschöpfen kann, in dem Moment, wo wir diese glänzigen Böden haben, die wo so schimmern. Da kann ich wahrscheinlich gar nichts machen, ne? Na gut. Ist wie es ist. So, ich würde auch gerne dieses Ding hier endlich mal reparieren. Da bräuchte ich allerdings 2 Zamak und 2 Drähte. Gucken wir mal. Zamak. Zamak, oh, habe ich genau 2 Stück noch. Drähte. Da brauche ich allerdings kaputte Drähte dafür. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich noch welche habe. Oh, okay. Ich habe noch welche. Lass mir die mal durchlaufen, weil wir brauchen immer wieder welche. Build.
Yes, damit haben wir das Ding. Cool. So, was brauchen wir da? Ein Aluminium, zwei Gummi. Ich weiß jetzt leider nicht, wo ich das Aluminium drin habe. Da. Und zwei Gummi. Das Dumme ist, hier sehe ich nichts ohne Licht. So. Airlock. Ah, okay, das geht automatisch dann. Unable to pressurize. Ach so, naja, klar, weil ich ja die Sachen nicht... Ach nö, jetzt ernsthaft. Es ist doof. Jetzt bin ich quasi ausgesperrt. Also ich komme hier nicht. Hier komme ich zwar raus, aber ich komme nicht rein, weil da kein Druckausgleich stattfinden kann. Das ist natürlich schon hardcore. So, ja, und das Zermack, das brauche ich halt, ne? So. Ach ja, stimmt, ich muss ja Pfizer Charge Blast requires Ammo Maintenance. Aber andererseits, ich würde mir auch gerne mal das Sturmgewehr machen, ne? Oh, da habe ich wieder... Viel Zeug, ne? Warte mal, du kannst cancel follow. Du bleibst bitte stay. Upgrades haben wir gemacht. Oh, radioaktive Energiequelle. Stahl bräuchte ich Lonsterlight. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da was hab. Das ist jetzt doof. Ich sollte schauen, dass ich die Luke dann auch fertig bekomme, ne? Ich nehme mal alles. Weil das ist immer ganz blöd, wenn ich dann 100.000 Mal hin und her rennen muss. So, was kann man hier machen? Weißes Gold brauchen wir natürlich noch. Nickel muss ich unbedingt suchen. Zermack kann ich herstellen, aber auch nicht so viel. Oh, da kann ich welche herstellen. Das ist cool. Die kann ich durchlaufen lassen. Zermack, wie viel gehen da? 11. Vier Stück reichen erst einmal. Okay. Eine Legierung mit hoher spezifischer Festigkeit und hervorragender Korrosionsbeständigkeit. Boah, ist halt echt die Frage, was stelle ich her? Ich meine, ich kann das Zeug auch wieder zerlegen. Aber ich will halt nicht die ganze Zeit irgendwas bauen und es dann wieder zerlegen müssen. Es ist halt echt zwei Stück für ein so ein kleines Teil, ne? Von dem Zermack. Sorry. Okay, wir bräuchten aber auf jeden Fall... Talonite können wir herstellen. Stahl können wir leider... Doch, können wir herstellen. Machen wir mal vier Stück. Nichrom. Taktisches Messer.
Da weiß ich halt nicht, ob dieser Schlüssel jetzt besser sein soll wie das da, ne? Ich habe keine Ahnung. Das ist eine Axt. Conduitbänder. Härte 8,5, Härte 10. Okay, der hat Härte 10, 20 Beschädigung, plus minus 10, aber 20% kritische Treffer. Der hier hat zwar Beschädigung 45, aber der hat 0 kritische Treffer. Mit einer Härte 8,5. Da ist natürlich immer das, die Frage, ne? Was stellt man sich da her? Was auf jeden Fall nice wäre, das wäre entweder Pistole oder Sturmgewehr. Blasterzelle, da bräuchte ich eine Kraftzelle dafür. Das probieren wir jetzt einfach mal. Boah. Drop. Okay, jetzt haben wir hier auf jeden Fall geladen. Solarpanel muss ich herstellen, aber da brauche ich auch das weiße. Mein Güte, das weiße Gold, ne? Also wir müssen unbedingt schauen, dass wir Nickel finden. Unbedingt Nickel. Und ich habe halt keinen Plan, wo ich Nickel finde. Warum muss ich Nickel herstellen? Ich kenne mich da halt überhaupt nicht aus, ne? Also irgendwo muss ich sie abbauen können, ne? Weil das ist hier als Erz abgebildet. Sowas Blödes, okay. Bleibt mir nichts anderes übrig. Wir tun die fertigen Barren mal hier rein. Nee, dich eigentlich nicht. Das ist wahrscheinlich wegen der Gun. Small Gun. Pistole. Pistole. Warte mal. Das ist... Doch das, dass man halt auch durcheinander kommt, ne? Von den verschiedenen Dingen. Gunmetal, Gunmetal, Gummiausschuss, Gummi, Draht, also wenn dann das hier. Da kann ich mir nämlich dann, warte mal, da tue ich auch das Stahl rein, ich tue hier auch das Glas rein, weil dann haben wir hier im Grunde so die fertigen Sachen, der Gummi eigentlich nicht. So. Der Gummi kommt nämlich da mit rein. Hier tue ich auch rein die Leiterplatte, die Drähte. Und alles andere ist dann im Grunde Erze. Warte mal, die da könnten wir doch mit rausnehmen. Die können wir uns doch hier durchbraten lassen. Hier. 10-mal. Mach mal. So, das wird da rein. Ich weiß nicht, was ich mit dem Schmutz machen kann. Useless. Nutzlos. Schauen wir mal. Ich droppe das jetzt mal, ob das sich von selber auflöst. Das wäre natürlich auch nice. Würde ich sagen, tue ich jetzt einfach mal die hier noch mit raus. Ach, verdammt. To be used for crafting purposes.
Dann nehmen wir mal das den Sand raus. Dann machen wir aus dem Sand mal Glas, weil das für was anderes ist ja eigentlich Boden. Natural Crafting Agent for Growing Crops in a Biodome. Okay. Er kommt nicht weg. Jetzt ist nur die Frage, was tue ich dann raus? Kann ich die... verkohlte Alien Bits, das ist immerhin Essen, ne? Und lasse ich das da so drin. Dann nehme ich lieber das Essen mit. So, und Metal und so weiter tue ich dann... Ey, sorry, dass ich hier so am rumsortieren bin. Was ist das? Azurnium. Und den Schrott tue ich jetzt mal separat hier ganz weit drüben hin. Passt. So. Schon wieder 40 Minuten, ne? Umzugssystem, Helm, Mobilität. Es ist aber auch wirklich extrem viel, muss ich sagen. Also ich weiß gar nicht, wo ich da zuerst anfangen soll. Die Chemiestation wäre mir halt schon recht, wenn ich die machen könnte, aber die braucht halt ein Solarpanel. Muss das dann da oben drauf irgendwo, oder? Solarpanel, kleines Kit. War das hier? Nee, das war, glaube ich, an draußen, an Forge, ne? Lass mich raus. Dieses Gewackel, ne? So. Ach, aber da brauchen wir ja weißes Gold. Ah, oh, also Nickel. Okay. Der nächste Ausflug wird mit der Suche nach Nickel sein. Und ich hoffe sehr, dass wir da irgendwas finden. Weil ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich das suchen soll. Da oben war es nicht. Wir könnten mal in die Richtung hier gehen. Also hier ganz rechts rüber. Nickel. Es ist gelb. Boah, ich glaube, dass wir das da unten gesehen haben. Ich glaube, dass das da unten war. Ich glaube es. Ich markiere jetzt mal hier den Marker, dann gehen wir nämlich da das nächste Mal hin. Und zerlegen im Grunde die Struktur so weit wie möglich. Du kommst natürlich mit. Cancel Stay. Follow. So, weil dann kommt er nämlich mit. Dann haben wir nämlich hier nochmal einen, der uns ein bisschen Zeug noch schleppen kann. Was auf jeden Fall gut ist. Wir können nochmal Container hier voll machen. Und genau, dann kann ich immer hier schnell was essen. Weil ich gerade sehe, dass ich da recht runter gehe. Alles klar. Nee, dann machen wir uns auf das nächste Mal auf den Weg hier zu dem Punkt hier unten. Zerlegen die Strukturen, die wir da finden. Schauen mal, was wir hier unterwegs finden, weil da müsste noch einiges auch an Schwefel und so weiter sein. Aber hauptsächlich geht es uns um den Nickel. Den werden wir uns holen. Alles klar, Leute, wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.